Ein Moment für die Ewigkeit. Als Corey Trevino zwei Minuten vor dem Ende von Spiel 6 das 4:2 für die Eisbären Regensburg erzielte, brachen auf der Bank der Oberpfälzer alle Dämme. Zwei Jahre nach dem Aufstieg krönen sich die Eisbären sensationell zum Meister der DEL 2 und machen damit ihr persönliches Eishockey-Märchen perfekt. Das ist unglaublich. Also ich habe auch schon ein paar Mal Meisterschaften gewonnen und auch jetzt vor zwei Jahren erst mit den Jungs, aber es fehlen einem die Worte. Also wir haben schon... Wir haben immer gesagt, wir geben alles bis zum Schluss, von Anfang an, auch wenn wir in einer Saison starten, aber dass das so ein Ende nimmt, ist unglaublich. Unglaublich und vor allem auch noch, weil es verdient war. Ich bin gerade einfach nur glücklich. Natürlich ist es eine große Ehre für mich, als MVP ausgezeichnet zu werden, aber ich glaube, sie haben mich nur ausgewählt, weil sie sich zwischen all unseren guten Feldspielern nicht entscheiden konnten. Jeder Einzelne hat über die gesamte Serie hinweg einen phänomenalen Job abgeliefert. Da siehst du als Goalie immer gut aus. Wir haben die Meisterschaft als Mannschaft gewonnen. Von diesen Bildern haben vor der Saison wahrscheinlich nicht einmal die größten Optimisten in Regensburg geträumt. Nach 20 Spieltagen standen die Eisbären auf dem vorletzten Tabellenplatz der DEL 2, kämpften sich aber in der zweiten Hälfte der Hauptrunde noch vor bis auf den zweiten Rang. Am Ende waren es nur 7 Punkte Rückstand auf die Kassel Huskies, die zum zweiten Mal in Folge Sieger der Hauptrunde wurden. Und diese Spielzeit kann durchaus als historisch betitelt werden. Wir hatten eine wahnsinnige Hauptrunde. Ich glaube, da können wir alle stolz sein darauf. Zum einen, die Clubs haben eine super Arbeit geleistet, weil die Liga war so eng wie noch nie, sportlich gesehen. Und zum anderen hat sich das natürlich auf die Zuschauerzahlen niedergeschlagen. Denn wir hatten mit über 3.100 Zuschauern im Schnitt absoluten Zuschauerrekord für die DL2. Und das ist eine tolle Entwicklung. Und zum anderen war es damit auch eine tolle Saison für alle die, die die Saison so verfolgt haben. Die Spannung und Dramatik ging auch im Viertelfinale so weiter. Alle 4 Begegnungen gingen über die volle Distanz von 7 Spielen, ein Novum in Deutschland. Die Eisbären Regensburg rangen die Ravensburg Towerstars nieder und trafen im Halbfinale auf die Eispiraten Crimmitschau. Mit 4:2 setzten sich die Oberpfälzer schlussendlich durch und buchten so das Ticket für ihre erste Finalserie ihrer Vereinsgeschichte in der DEL 2. Der Weg der Kassel Huskies führte dagegen über die Lausitzer Füchse im Viertelfinale zum ESV Kaufbeuren, der im Semifinale mit 4:1 bezwungen werden konnte. Damit qualifizierten sich die beiden besten Teams der Hauptrunde für das Endspiel. Trotzdem war es aber schon ein Duell der Gegensätze. Auf der einen Seite die Regensburger, die vor 2 Jahren erst aufgestiegen waren, auf der anderen die Kassel Huskies, die endlich in die DEL wollen. Dass es aber eine Serie auf Augenhöhe werden würde, zeigte schon Spiel 1, das Kassel mit 2:1 in der Overtime für sich entschied. Ryan Olsen erzielte nach nur wenigen Sekunden den goldenen Treffer für die Nordhessen. Auch in den folgenden 3 Partien wurde deutlich, dass sich die beiden heimstärksten Teams der Hauptrunde gegenüberstanden. Die Eisbären glichen die Serie mit einem souveränen 5:1 in Spiel 2 aus, doch die Huskies legten ihrerseits zu Hause nach und gingen dank des 3:1 Erfolgs erneut in Führung. Spiel 4 in der Donauarena sollte dann den nächsten Eishockey-Krimi bereithalten. Olsen brachte die Huskies zum Leidwesen von Eisbären-Coach Max Kaltenhauser zu Beginn des Schlussdrittels auf 2:3 heran, doch die starke Defensive der Regensburger um Goalie Tom McCullen hielt dem Druck der Huskies stand. Corey Trevino und Andrew Jogen erlösten die heimischen Fans mit ihren späten Treffern zum 5:2 Endstand. Die Serie ging also mit 2:2 zurück in die Nordhessen-Arena, wo es zunächst nach dem 5. Heimerfolg aussah. Mit einer beeindruckenden Choreo peitschten die Fans ihre Huskies von Beginn an nach vorne. Stephen McAuley legte im ersten Drittel vor, Joel Lowry erhöhte nach 35 Minuten auf 2:0 für Kassel. Der Matchpuck war also zum Greifen nahe. Doch die Eisbären drehten diesen Rückstand dank 5 Treffern binnen 12 Minuten noch zum ersten Auswärtssieg in dieser Serie. Dabei überzeugte einmal mehr die Top-Reihe der Regensburger um den DEL-2-Spieler des Jahres Andrew Jogen, Corey Trevino und Abbott Gedakis. Am Tag danach folgte dann der große Knall in Kassel. Bill Stewart, der erst zum Ende der Hauptrunde als Trainer bei den Huskies übernommen hatte, wurde mit sofortiger Wirkung entlassen. U20-Trainer Sven Valenti und Ex-Husky Daniel Kreuzer übernahmen interimsweise und hatten die schwere Aufgabe, den Regensburger Matchpuck in der Donauarena abzuwehren. Dort mussten die Huskies aber nicht nur gegen die 6 Regensburger auf dem Eis, sondern auch gegen die Fans auf den Rängen bestehen. Natürlich, also die waren unser 6. Mann auf dem Eis oder 7. wenn wir mit Torwart zählen. Und ja, also das gehört auch zu die, dass
die sollen das auch jetzt feiern, die sollen das auch jetzt genießen, weil das passiert nicht jeden Tag oder jedes Jahr und wir sollen das natürlich genießen. Mit der lautstarken Unterstützung im Rücken erwischten die Hausern einen Traumstart und gingen nach nur 2 Minuten in Führung. Thomas Schwamberger brachte die Donauarena das erste Mal zum Beben. Doch Kassel schlug zurück. Daniel Weiß verpasste zunächst noch den Ausgleich, Hans Detsch staubte dann aber ab zum 1:1. Dabei blieb es auch nach den ersten 20 Minuten. Die Eisbären kamen zu Beginn des Mitteldrittels aber raus wie die Feuerwehr. Erst fälscht Marvin Schmid einen Schuss von Jakob Weber unhaltbar ab zum 2:1. Nur 34 Sekunden später sorgte Konstantin Ontel für den schnellen Doppelpack und ließ die heimischen Fans damit das erste Mal wirklich vom Titelgewinn träumen. Die Gäste gaben sich aber nicht auf und nutzten einen der wenigen Fehler der Regensburger zum Anschlusstreffer. Luis Brune verkürzte in Unterzahl auf 2:3. Doch die Eisbären verteidigten die knappe Führung im letzten Abschnitt mit viel Leidenschaft, warfen sich in jeden Schuss und sorgten 2 Minuten vor dem Ende für die Entscheidung. Trivino traf in das mittlerweile verwaiste Gehäuse der Huskies zum 4:2 Endstand. Die Freude nach der Schlusssirene kannte bei den Hausherren keine Grenzen mehr. Auch bei dem erst im Januar nachverpflichteten David Booth, der zwar schon über 500 NHL-Spiele absolviert hatte, aber noch nie eine Meisterschaft feiern durfte. Ich spiele jetzt schon 18 Jahre lang Eishockey, aber so ein Glücksgefühl habe ich im Sport noch nie erlebt. Es ist etwas ganz Besonderes, eine Meisterschaft zu gewinnen, gerade zu Hause vor deinen eigenen Fans. Seit meiner Ankunft haben sie mich und meine Familie hier willkommen geheißen und mich in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Die Unterstützung von den Rängen war in jedem Spiel phänomenal, egal ob zu Hause oder auswärts. Es hat mir so viel Spaß gemacht, hier Eishockey zu spielen und die Meisterschaft ist die Kirsche auf der Torte. Icing on the cake, as they say. Absoluten Respekt und Hut ab vor den Eisbären Regensburg, wie sie hier sportlich überzeugt haben, auch in diesem Finale gegen Kassel Huskies. War schon einzigartig, fand ich. Und am Ende muss man auch ganz klar sagen, sie haben sich die Meisterschaft extrem verdient und das im zweiten Jahr der DEL2. Also wirklich eine Wahnsinnssaison für den Standort, der richtig gute Arbeit geleistet hat und ein richtig tolles sportliches Konzept aus meiner Sicht gehabt hat und deswegen verdient auch Meister geworden ist. Große Ernüchterung dagegen bei den Kassel Huskies, die erneut den Aufstieg in die DEL verpassen. Trotz der großen Enttäuschung zeigten sich die Nordhessen als faire Verlierer und zollten den gezeigten Leistungen der Regensburger Respekt. Sehr groß natürlich. Also ich meine, ohne dass das jetzt arrogant klingt, aber gegen die Kassel Huskies 4 Spiele zu gewinnen, das haben sie dann auch wirklich verdient, die Meisterschaft. Mein Glückwunsch an Regensburg. Und bei uns natürlich beschmerzt, es tut weh. Aber es sollte dies ja nicht sein. Man muss Regensburg dieser Respekt zollen. Die Mannschaft hat eine Wahnsinnssaison gespielt, hat sich in den regelrechten Rausch reingespielt und hat dann auch irgendwo wahrscheinlich dieses Quäntchen Glück sich erarbeitet oder verdient, was man dann mehr hatte für dieses eine Tor. Und ja, da sind wir leider jetzt nur der Zweite. Im zweiten Jahr in Folge steigt damit der Meister der DEL 2 nicht auf, da die Eisbären keinen Lizenzantrag für die DEL gestellt haben. Der Auf- und Abstieg zwischen den beiden Ligen wurde aber dennoch bis 2030 verlängert und die Anforderungen an die Stadien angepasst, um in Zukunft mehr DEL 2-Standorten den Aufstieg zu ermöglichen. Ja, ich glaube, es war unheimlich wichtig, dass wir gemeinsam mit der DEL nachgebessert haben bezüglich der Grundbedingungen für den Auf- und Abstieg. Weil auch die Saison hat wieder gezeigt, es ist halt kein Garant, zwingend aufzusteigen. Und umso weniger Clubs du im Aufstiegsrennen hast, umso schwieriger kann es am Ende auch verlaufen. Ich glaube, dass wir mit der neuen Modifizierung wirklich eine Chance haben, mehr Clubs für den Aufstieg zum einen fit zu machen, zum anderen auch durch die Stadionregularie überhaupt da reinzubekommen. Und nichts kann schöner sein, wie wenn ein Standort Regensburg zum Beispiel oder auch andere Standorte bis zum Schluss um den Aufstieg mitkämpfen. Und deswegen glaube ich, wird es in den nächsten Jahren zum einen mehr Bewerber geben für den Aufstieg und damit vor allem auch für die Playoffs ein viel intensiverer Kampf noch direkt um den Aufstieg geben und dann natürlich auch einen funktionierenden Auf- und Abstieg. Den Regensburgern dürfte dieses Thema in den nächsten Tagen aber erst einmal völlig egal sein. Denn Trainer Kaltenhauser gab den Startschuss für die ausgiebigen Feierlichkeiten in der Donaumetropole. Wir müssen einen Antrag bei der Liga stellen, ob wir nächstes Jahr später anfangen können, weil wir werden die ganze Stadt leer saufen. Eine ganze Stadt steht also Kopf. Herzlichen Glückwunsch an die Eisbären Regensburg zum Gewinn ihrer ersten DEL2-Meisterschaft.